Einige meiner Freunde, Mitstreiter, Leser und Kritiker und ihre weiblichen Begleiterscheinungen sagen mir so manches Mal, sei doch nicht so ernst, Hagen. Nun denn, gewöhnlich parodiere ich dann sogleich, ich bin aber schon lange ein Ernst. Dabei, wenn ich mir das richtig überlege, und so einige satirische Sätze folgten schon aus meiner Feder, ist Witzigkeit längst überaltert. Hans-Peter Hape Kerkeling liest zwar mal Witzigkeit kennt keine Grenzen singen, doch das ist unwahr. Witzigkeit kennt Grenzen und uns dürfte das Lachen längst im Halse stecken bleiben. Mindestens dann, wenn wir so sind, wie uns die Staatskontrollierten, also die Sendeanstalten, Medien und Gutbürger, gerne haben wollen. Wenn wir also tolerant bis zum bunten Erbrechen sind, dann ist jeder Witz einfach nur noch böse, schlecht, rassistisch, macho. Heißt ja schließlich auch der Witz und nicht die Witzin, nicht wahr? Dabei könnte so mancher Rotfunke eine Witzfigur sein. Doch wehe, du machst Witze wie »Kommt eine Blondine«. Sehen Sie, rassistisch, weil blond, frauenfeindlich, weil blond, sexistisch, weil, Sie wissen schon, eine Frau im Mittelpunkt eines Witzes, nicht gut. Ein Pole und ein Italiener, hups, stopp, Sie erkennen es, Rassismus allererster Güte. Tja, da liebe ich doch unsere Ostfriesenwitze. Aber richtig, auch die sind nicht wirklich rechtskonform. Immerhin klagte da mal ein Ostfriese gegen jene Witze. Dann bleibt uns nur noch die Religion. Meinen Sie? Dass ich nicht lache. Da klagt der Papst und dort ein Muslime, weil er Satire, die doch angeblich alles darf, nicht verstand. Oder eben doch verstand. Ist schon so eine komische Sache, das mit der Ironie in der Satire, kurz dem Witz. Und dann wollen wir noch komisch sein? Ich glaube, Deutschland hat mittlerweile das beste Kabarett-Team der Welt. Nicht nur, nicht die Anstalt, nicht die Heute-Show, auch wenn unsere Besten täglich in ARD und ZDF ihr Bestes geben. Gemeint ist die Merkel-Gang mit der schwarzen Null Schäuble, dem Diätgläubigen Gabriel und dem Rest der Mischpoke. Gegen letztes Wort darf ja keiner was sagen, ist ja aus dem Hebräischen, Jüdischen. Oder eben doch, weil da die IS keinen Spaß versteht. Und die dürfen das ja auch, sind ja keine Deutschen. Und wenn doch, dann, ach ernst, das wird jetzt wirklich lächerlich.